Hi Leute und recht herzlich willkommen bei J-Stars Victory vs. Und ich würde sagen, ich weiß jetzt übrigens, was das Dreieck ist. Da kann man sein Schiff reparieren. Das Schiff kann wohl irgendwie Schaden nehmen. Das weiß ich jetzt noch gar nicht wie. Ich weiß nur, dass man es reparieren kann. Das ist doch auch gut. Ich würde sagen, wir machen uns gleich mal auf in den Kampf, denn der steht uns hier ziemlich doof im Weg rum und ich möchte den weghaben. Ich möchte... Oh Gott. Luffy... Bobo und dieser komische Zebra. Achso, ich kann ändern. Ah, passt da nicht so gut. Ah, nee, warte. Ich wollte ja noch zeigen, wie Ichigo fliegen kann. Genau, das machen wir doch jetzt auch am besten. Und dann nehmen wir als Support-Charakter unseren neu gewonnenen... Wie auch immer der heißt. Weiß nicht. Ah, die haben... das habe ich glaube ich noch gar nicht erklärt, stimmt. Die Support-Charaktere haben auch mehrere Attacken, die man ihnen ausführen lassen kann. Ich weiß es noch nicht, was es da alles immer für unterschiedliche Attacken gibt oder ob Only Support-Charakter immer nur eine haben oder sowas. Keine Ahnung. Egal, wir starten einfach mal mit Ichigo. Auch das mit dem Ulti von ihm, also mit dem Victory Burst von ihm, hat sich jetzt geklärt, dank Vegeta X. Damit kann man bis zu zwei Gegner insta-killen, auch wenn Ichigo dabei selber stirbt. Und ihr wollt immer die Intros sehen, also lasse ich die Intros auch laufen. Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen lange ohne Commentary war, ich habe gerade überlegt, was... Ja, ich überlege manchmal. Das kann passieren. Oh Gott, der hat irgendwie was von Joker. Yeah. Bo, du wirst voll aufs Maul kriegen. Komm her. Irgendjemand. Ah ja, es gibt auch immer diesen... Nein. Sorry, was wollte ich sagen? Ah ja, es gibt auch immer diesen einen Angriff, den den Gegner, auch wenn er relativ schwach aussieht, immer zu Boden wirft. Okay, mein Gegner ist offenbar nicht der, den ich für meinen Gegner gehalten habe. Zum Beispiel der Angriff hier. Und dann kann man die Gegner manchmal wieder in die Luft schleudern. Sorry, Luffy. Nein? Okay. Was machst du? Ah, cool. Du hast den Gegner für mich fest. Das ist cool. Das ist sehr nett. Und ich wollte ja mit ihm fliegen. Auf mal so. Ah ja. War das das Fliegen, was gemeint war? Wirklich? Das war doch nicht nur das Fliegen. Ja gut, es ist ein Fliegen, ja. Ja, das ist cool. Muss ich sagen. Geppo, oder wie es heißt in Bleach. Das gefällt mir, ehrlich gesagt. Was macht... Ichigo vielleicht sogar ein bisschen besser. Und er ist ja sowieso nicht ganz so schlecht, von dem her. Nur eben sein Victory Burst hatte für mich bisher noch keinen wirklichen Sinn. Ah, Rocket. No. Komm her. Ein bisschen Victory Burst darf ja auch sein. Oh. Das wird ein Insta-Kill. Naja, krieg ich den irgendwie noch so hin, dass ich beide hinkriege? So hin? So vielleicht. Könnte klappen, ich weiß es nicht. Außer, das könnte natürlich auch sein. Der ist gerade noch im Unverwundbarkeitsmodus. Na, okay. Das hat niemanden getroffen. Wow, ist das schwer hinzukriegen. Ich glaube, ich sollte es echt lassen. Weil einen Tod dafür zu riskieren, boah, das muss schon arg sitzen. Dem. Come on. Das ist aber ziemlich cool, finde ich. Naja, aber es kann beinahe jeder Charakter, oder? So eine Art von Fliegen. Come on. Sehr nice. Einer ist down. Okay. Muss man sich manchmal ein bisschen konzentrieren. Hi. Na, was geht ab? Was war das nochmal? Das war, glaube ich, Crossbreak. Wenn so eine Leiste kommt. Ah, verdammt. Ja, gegen die Computergegner soll ich jetzt eigentlich so langsam mal nicht mehr so viele Probleme haben. Oh oh. Oh oh. Zumindest gegen die Stufe, auf die wahrscheinlich jetzt noch gestellt sind in der Kampagne. Ah.
Come on. Aua. Hilfe. Was zur Hölle? Nicht? Okay, nochmal. Ah, wenn ich jetzt auch noch treffen würde, das wäre natürlich super. Das wäre sehr schön. Nein, tut mir leid, du bist tot. Und nochmal, wenn man das im richtigen Timing macht, kann man den Gegner praktisch juggeln. Fast schon eine Art Stunlock machen oder so, könnte man sagen. Und man kann natürlich schöne Teamangriffe machen, indem man sich den Gegner hin und her spielt. Oh, Hilfe. Au, das hat natürlich meine Combo gebrochen. Nein, na, ich kann nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen. Au. Okay. Nicht? Okay. Offenbar nicht. Achso, es war nur dieser eine Aufwärtshieb, den man sogar abwehren kann. Das verstehe ich nicht ganz. Aber wir haben es eh gleich. Na, verdammt. Wenn er uns nicht währenddessen hier... Na gut, ich kann Victory Burst mal für meinen Kollegen hier aktivieren. Wenn er uns nicht nebenher killt, während ich gerade meine Attacke auflade und meinen Satz beenden möchte, verdammt. So, endlich mal. Eine verdammt starke Attacke, aber sie kann man auch relativ leicht entgehen. Schauen wir erstmal. Ich sollte nicht das machen, was ich gerade kurz gedacht habe. Ja, sehr schön. So. Komm mal wieder auf die Beine. Ah, sehr schön. So soll ich dann auch besiegen. Nein. Okay, noch nicht. Au, au, au. So aber. Come on, finish. Ja, yeah, natürlich finish. Super. Okay, da habe ich schon ein bisschen hier Adrenalin-Rush bekommen. Ob das reicht? Yeah, dafür kämpfen wir. Um alle zu besiegen. Okay, das eine Attribut haben wir wohl wieder aufgelevelt. Was auch immer das bedeutet, keine Ahnung. No idea. Whatsoever. Okay. Yep, eine neue Kraft kommt in mir auf. Sehr schön. Und wieder ein schöner Dialog, der sicherlich cool wäre, wenn man es verstehen würde. Nee, nicht? Okay, dann war das nur das Symbol für Speichern. Auch okay, von mir aus. Schade, dass es hier keine Mobs gibt. Das wäre cool. Ah, ja. Ab. So. Da. What the fuck? Und was war das nochmal? Also die Figuren kommen mir bekannt vor. Die habe ich schon mal gesehen. Anno. Suima Sen. Entschuldigung. Satoideska. Wo ist denn die Stadt? Wo geht's zur Stadt? Nee, irgendwie sowas. Oh. Und jetzt kommt wieder zu viel Kanji. So viel reicht mein Japanisch lesen dann noch. Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Kommt das her? Okay. Das hätte ich mir beinahe denken können. Okay. Super. Aber wir werden das mal überspringen. Bin sicher, das ist ein super Dialog. Aber es geht vor allem wohl um irgendeine Quest. Von mir aus. Gerne. Wir fahren hier sowieso in der Gegend rum, also können wir auch ein paar Quests erledigen. Richtig? Och. Oh, das ist wohl das nächste Story-Ziel. Irgendwas? Irgendwas stand da sicherlich. Ich wünschte mir so, ich würde es verstehen können, komplett. Aber dafür hätte ich wohl noch ein bisschen mehr Japanisch lernen müssen, damals, vor ein paar Jahren. Ich habe da ja leider irgendwann aufgehört, weil es mir für Animes und so eigentlich gereicht hat. Ich meine, mehr habe ich da nicht gebraucht, aber... Für japanische Games reicht's nicht, leider. Oh nein. Oh nein. Okay, da geht's tatsächlich um Geister oder so. Dachte mir schon, dass dieser komische Junge da, das Baby, kein normaler Mensch ist. Ansonsten einfach weiterfliegen. Okay, da wird jetzt eine Mission angezeigt.
Super, die haben daran gedacht, dass man das Spiel auch so durchspielen kann, ohne eine Übersetzung. Dann ist es da meistens nur ein bisschen hin und her fliegen und so, aber die Kämpfe sind ja eh der Kern des Ganzen. Und die sind auch, wenn man nichts versteht, richtig geil. Uiuiui. Wer ist denn das? Das sind aber einige. Wir sind wieder in Tsunas Stadt. Kampf? Ja, das war ein schneller Kampf. Von mir aus. Aber ich nehme wieder jemand anders. Ich nehme wieder... Oga? Nein, der gefällt mir nicht besser. So, passt schon. Ja. So was. Passt. Vegeta X hat mich auch darüber aufgeklärt, dass man erst sehr viel später noch ein paar mehr Charaktere für die Story-Missionen bekommt. Das heißt, die meiste Varianz gibt es dann eher in den Online-Folgen. Oder in denen, nicht immer online, aber gut, meistens online Koop. Das heißt, nicht unbedingt immer gegen fremde Leute. Ich glaube, dieses Wochenende werden wir vor allem gegeneinander oder miteinander spielen, gegen CPUs. Und da werde ich dann einige Charaktere zeigen können. Gell, Vegeta? Würde ich zumindest mal so sagen. Oder hat sie ja auch vorgeschlagen, deswegen passt das. Dim, 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 Joseph Josta. Hisoka, du krankes, kleines Ding. Keine Ahnung, was du bist. You make me sick. Okay, schauen wir mal. Nein. Oh, cool. Au. Nein. Tut mir leid. Au. Was auch immer. Kannst du eigentlich Kirschkerne nach mir spucken? Das riecht nicht so leicht. Nein. Oh, sehr schön. Come on, weiter. Es gibt ja auch auf jeden Fall kleine Trick-Kombos, könnte man es fast schon nennen. Also Kombinationen, die man den Gegner praktisch dazu bringen kann, dass er nicht mehr angreifen kann. Come on. Meistens beginnen mit dem A1-Viereck-Angriff. Wobei ich die jetzt nur bei Tsuna und bei Killua mal gesehen habe überhaupt. So, und da kann ich ihn weiter angreifen. Und dann kann man mit dem richtigen Timing schon mal ganz schön viel... Ah, Hilfe. Jetzt machst du plötzlich wieder was. Der kämpft mit Jojos? Okay. Oh Gott. Das war nicht so gut. Komm, hilf mir mal kurz. Gut. Ich kann hier auf jeden Fall... Oh, wehe, der Computergegner generiert jetzt Tode für mich. Dann kann ich Ichigo ja nie dabei haben. Das war nicht so gut. Hi. So. Sorry, dein Overdrive wird nicht wirken bei mir. Bam! Damit kann ich ihm schon mal ein bisschen Damage machen, würde ich sagen. Come on, Naruto. Naruto? Komm her. Nochmal. Juhu! Ich glaube aber, mein Partner hat ihn auch gerade gekillt. Jupp. Okay, dann werde ich mich mal hier in Superform verwandeln. Ist schön, wenn man immer mehrere Optionen für einen Angriff hat. Komm on. Au, verdammt. Wollte ich gerade sagen, dann verkacke ich's. Nicht? Ah, Fernangriff. Habe ich jetzt gerade nicht damit gerechnet. So. Sehr schöne Hit-Kombo, muss ich sagen. Gefällt mir. Au. Das sind auch leicht nervige Charaktere. Bam. Chudok Kai. Okay. 16 Treffer. Bam, 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 bam. So vielleicht? Ja. So kriegt man auch eine ganz gute Kombo mit dem Typ hin. Bam. Sehr schön. Und wir sollten... Au. Wehe. Wehe. Nein, 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 nein. Der wehrt nicht mal ab. Das finde ich ja witzig. Das kannst du gar nicht alles abwehren. Ist dir schon bewusst, oder? Werden wir mal ein bisschen aufladen. Und weiter behaken. Da kann er eh nichts machen.
Wir können ja sogar in der Luft treffen, wow. Die Attacke kann man spammen, würde ich mal sagen. Hm, der Charakter beginnt mir zu gefallen. Nee. Was? Wieso hast du eine Schraube in der Hand? Okay. Wie auch immer. Sehr schön. Jupp, du bist stärker geworden. Wir halten ungefähr alle drei Charaktere auf demselben Level. Das dürfte okay sein. Quest cleared. Super, irgendwas bekommen. Und es ist vorbei. Juhu. Es ist vorbei. Nein. Gut. Ich würde sagen, wir reparieren mal kurz noch unser Schiff, bevor ich das vergesse. Weil ich noch nicht weiß, wie wir unser Schiff überhaupt beschädigen. Es ist ganz gut, dass wir es ab und zu mal reparieren. Falls euch die Episode gefallen hat, wie immer liken. Falls es gefallen hat, wie immer abonnieren, teilen, twittern, facebooken, was auch immer. Damit sich die Episode verbreitet. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute. J-Stars, Victory vs. お前その格好どこの里のものだってばよ里だと故郷を捨てた奥義を尽くさねばこの俺は倒せんぞ今感じている私は一人じゃない誰も一人じゃないやっと一人じゃないわしは全てを焼き尽くすマグマじゃ徹底的な正義をよう見ちょれどうもよろずやの坂田銀時です当分王に俺はなる行くぜたへいつけてちくしょうやべ見てラセンシュリケンフートンラセンシュリケン行くぜ爆裂加速どっちどっちどっちYes! Yes! 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 Yes